Hallo, 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 willkommen zu einer weiteren Runde Hero Zero und ich war unglaublich dumm und habe einen Tag verpennt, online zu gehen und was sieht man hier? Nur noch Tag 1. Ich glaube, ich sollte mir lieber selber in die Fresse hauen, weil das war ja sowas von dumm. Jetzt habe ich so viel Bonus verloren. Na egal, wir haben es ja und Zeitmission? Was ist das? Warum ist da so ein Osterschalengedöns? Ich habe mir den Sound runtergedreht auf 35%. Ich hoffe, das passt so. Ich kann es auch ein bisschen höher wieder machen, so auf höchstens 40%. 40% habe ich jetzt, weil alle haben geschrieben, beziehungsweise einige, dass es doch ziemlich laut ist. Und das Rädchen dreht sich schon wieder. Ebenso mit dem Rahmen. Ich habe keine Ahnung. Anruf von Detektivbüro Hasenfuß. Zuschauer, dein heldenhafter Einsatz wird gebraucht. Oh mein Gott. Ein Schurkenangriff auf einen Fuchs. Das gibt's ja gar nicht. Angreifen. Und was haben wir hier? 30 von ta 30 Tage aktiv. Okay. Ein Donut. Ja, jetzt habe ich natürlich, ich habe es wirklich gesagt, total verkackt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe nicht dran gedacht. Da. Wochenturnier beendet. Belohnung 50 Donuts. Für mein Team oder für wen? Stufen plus 14 Ehre, Heldentaten plus 20, Teamehre plus das. Teamausbau. 50 Haben wir jetzt 50 Donuts in unserem Team bekommen? Haben wir den Kampf dann auch gewonnen? Überspringen mal. Oh, wir haben sogar ein Item bekommen. Sehe ich das richtig? Cool. Ansehen. Oh, wir haben verloren den Dark. Bereit. Bereit. Wir werden angegriffen. Haben wir jetzt die Do cool. Den Top 10 und haben dafür 10, 50 Donuts bekommen. Finde ich ziemlich klasse. Jetzt können wir quasi, es können 15 Mitglieder, gibt 71% Boost auf die Grundfertigkeiten. Habe ich denn eigentlich noch meine ganzen Booster aktiv? Die sind noch aktiv. Wir haben dieses Item dort dafür bekommen, aber wir schauen erst mal im Shop vorbei, ob wir etwas Neues, Brauchbares haben. Wie gesagt, ich war jetzt eigentlich nur einen Tag nicht hier, aber dadurch, dass es halt jetzt schon wieder nach 0 Uhr ist, habe ich es verkackt und der Tag ist vorbei. Das heißt quasi 2 Tage und ich bin dumm. Es tut mir wirklich leid. So, jetzt können wir die Brille hier anziehen. Das können wir verkaufen und wir können einmal die neue Ware holen. Unser LKW zeigt, was du uns geben möchtest. Und wir haben jetzt zwei Brillen auf. Warum auch nicht? Plus 3. Plus 15. Not bad. Minus 32, minus das ist eigentlich ziemlich stark. Was haben wir hier? Plus 4, minus 16, plus 8, minus 22, plus 5. Wir können es auch den Umhang kaufen, werde ich auch machen. Das ist ein epischer Umhang. Den Tauschwert für einen seltenen Umhang. Das ist doch ein sehr schöner Tausch. 13 verpasste Kämpfe nur. Ich habe 7 gewonnen, 6 verloren. Das erste Mal, dass ich mehr Kämpfe gewonnen habe, wie ich verloren habe. Wir können es einen anschauen. Okay, das war zu spät. Heldentaten, kauf einen epischen Gegenstand. Jawohl, 501 Erfahrung. Und komm unter die Top 10. Rein in die Top 10. Haben wir auch geschafft. Und zwar mit diesem Wochenturnier. Finde ich ziemlich cool. Und Donuts kaufen ist im Angebot oder warum ist da so ein Prozentzeichen? Ich weiß es nicht. Wie viel kann man jetzt hier Donuts kaufen? Will ich aber nicht. Ich kann jemanden angreifen. Ich glaube, jemand hat sogar geschrieben, erhöht Chance auf Gegenstände und Donuts oder sowas. Was hat er nochmal geschrieben? Ich weiß es gerade nicht. Minus 100, minus 24 Ehre. Greife ich mal die etwas weiter unten an, wenn wir natürlich gewinnen. Gewonnen mit Doppelbrille. Immer die ganz unten angreifen, sonst verlieren wir. Wir sind ja so. Oh, der hatte ein Hasengesicht. Interessant. Greifen wir den nochmal an, der ist etwas höher. Mal schauen, gucken, ob wir den schaffen. Nein. Bam, bam. Minus 71 Ärger. Wir sind so schlecht. Den hier noch angreifen. Danach haben wir noch einen Kampf. Bam, bam. Und den Schilling LP. Natürlich wird das Schilling sein. Wer denn sonst? Da hat er wieder so einen Hasen. Der hält aber nichts aus, der wird eben weggekloppt, der alte Hase. Wir haben ein Item bekommen, was war das? Na, das brauchen wir nicht. Das können wir auch verkaufen gleich. Verkaufen. Ich dachte eigentlich erst, dass ich die 50 Donuts selber bekomme. Das wäre ziemlich cool gewesen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Angriffe können wir das deswegen nicht mehr machen. Booster haben wir noch aktiv. Die wurden nicht mehr ganz so lange halten. Im Team waren wir auch schon. Wir haben die Donuts. Wir könnten jetzt quasi auf was ausbauen hier. Wie viel kostet das zum Beispiel? 15 Donuts. Gibt einem 34% Boost auf verdiente Münzen, verdiente Erfahrungspunkte, Fertigkeiten.
133 Nachrichten. Jemand hat auch geschrieben, von wegen, er möchte gerne Donuts spenden. Wie gesagt, wenn jemand Donuts spenden möchte, kann er mich gerne nochmal anschreiben. Wer private Nachrichten da wohl irgendwie in den Betreff mal reinhauen, Donut oder so. Also ganz groß Donut reinkloppen, damit ich das sehe. Weil bei 133 Nachrichten, naja, da muss man sich schon etwas umschauen. Und, oh, ich greife den Eierdieb an. Hier sieht man übrigens alle, die schon angegriffen haben. Wen haben wir denn hier? Kennen wir da jemanden? Ich weiß es nicht. Wenn ihr dabei seid, schreibt's im Video. So, wir greifen einfach jetzt 15 Mal an. Warum? Weil wir es können. Das dauert jeweils immer 3 Minuten, das ist in Ordnung. Dann dauert es halt so lange. Die ganzen anderen Items brauchen wir nicht. Können wir denn so lange Missionen machen? Nein. Duelle können wir auch keine mehr machen. Wir können eigentlich nur warten, dass hier alles vorbei ist. Können wir noch skillen? Wir können noch skillen. Boah, wir haben jetzt so viel Intuition. Intuition. Ihr wisst Bescheid, deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Kaufst du Tüte Deutsch, musst du in den Laden reingehen und so, ne? Und der Rahmen hat sich wieder verändert, natürlich. Oh, es tut mir wirklich leid, Leute. Es tut mir leid, ich... Der Rahmen verschiebt sich immer in diesem Game. Jetzt ist er halbwegs wieder... Ich habe hier 2 Screen-Regionen. Jetzt mal ohne... Ich nehme das ja mit dem Programm auf. So, jetzt machen wir ihn so. Moment. Mache ich das jetzt hier im Video? Komm, wisst ihr was? Ist mir alles jetzt hier scheißegal. Das ist unfassbar. Ich checke dieses Browser-Game nicht. Jedes Mal verschiebt sich einfach hier der Rahmen. Ich weiß nicht warum. So, das sieht immer noch blöd aus. Ich mache es eben noch einmal. Wenn es jetzt nicht passt, dann passt es halt nicht. So, jetzt sieht es einigermaßen gut aus. Aber nur einigermaßen, weil das Bild immer noch quasi weiter nach rechts muss. So ungefähr sieht es jetzt einigermaßen besser aus. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Es verschiebt sich immer wieder. Das heißt, wenn man irgendwas klickt hier, ich weiß nicht, wo drauf, dann wird das Bild auf einmal größer. Total unsinnig, aber der Rahmen quasi, wo Shakes and Fidget, sag ich schon, wo Hero Zero drin ist, wird einfach größer. Ich kann es euch leider nicht sagen, warum. So, nach 1 Minute und 19, wir machen heute mal einen etwas längeren Part, da wir gestern nur so einen richtig schlechten Part gemacht haben. Übrigens, ich habe es, wie gesagt, verkackt. Wie habt ihr ja schon mitbekommen, mit dem am Stück online sein. Ich hatte wie viele Tage gehabt? Keine Ahnung. Die ganzen Parts quasi, so lange war ich online und richtig verschissen. Wir sind mit der Gilde hier, mit dem Team. Rang 74 ist doch gar nicht so schlecht, oder? Ausbau plus 35. Ich bin selber Platz 2182 und habe, wie gesagt, einen ganzen Tag schon wieder verpennt und habe keine Mission gespielt und möchte gerne jetzt 15 Mal diesen Kollegen angreifen, den Hasenkollegen, weil ich glaube, wenn man 15 Mal angreift, bekommt man ein Epic zu 100%. Deswegen greifen wir so oft an, wie wir wollen. Aber nach diesem Angriff werden wir uns erstmal hier umschauen. Wir haben 5200 Gold, wir könnten eigentlich noch ein bisschen skillen. Aber wir haben eh noch Punkte wieder bekommen. Okay, das war's mit den Münzen. Scheißegal, ich kann wie gesagt die ganzen Missionen noch spielen, deswegen werde ich noch sehr, sehr viel Gold bekommen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt an Events, nein. Quasi, man hat ja gesehen gerade bei der Mission, da war so ein Eierkorb drunter, das wird wohl zu Ostern irgendeine Aktion sein. Ich weiß nicht, ob es noch eine Special-Aktion gibt. Man müsste sich da mal im Hero Zero Forum ein bisschen umschauen oder auf der Homepage. Nein, gehen wir jetzt nicht drauf. Mich ein bisschen schlau machen. Mal schauen, was es dann gibt. So, wir greifen den Ganzen nochmal an mit den Eierdieb. Platz 106 gibt es ja gar nicht. Wir können nur noch 1,5 Stunden bzw. 1 Stunde 23 Minuten angreifen. Das ist ja ein bisschen blöd. Jetzt ist hier kein Osternest unter der Mission. Naja, vielleicht gibt es ja bei den Osternest dann irgendwelche irgendwelche Eier, die man gewinnen kann oder versteckte Items. Wir gehen erstmal zu den Sondereinsätzen und müssen uns mal hier umschauen. Wir haben den Kollegen hier, der ist Stufe 46 und der Kollege hier war Stufe 45 genau, den wir nicht geschafft haben und unsere ganzen Donuts rausgehauen haben und der einfach so viel Lack hatte und jedes Mal überlebt hat. Lass mich raten, der fällt jetzt auch nicht. Das sieht aber gerade gut aus. Ich hätte es mal nicht so laut sagen sollen. Ich denke, jetzt werde ich wieder weggekrittet oder er weicht alles aus. Nein, es sieht immer noch gut aus. Ja. Wenn du jetzt krittest, dann krittest du und dann ist alles vorbei. Es muss so weitergehen. Den letzten Hit, ja, treffen. Das gibt's ja gar nicht. Beim ersten Try und dann habe ich vorher so viele Donuts ausgegeben. Hätte ich einfach mal weiter warten sollen. Warten wir mal einen Tag später. So, wo ist Lucy? Endlich hast du Lucy gefunden und trägst sie heim. Dank dir hat sie einen nur mittelschweren Zuckerschock
und lediglich eine Typ 3 Diabetes. Der Bürgermeister dankt dir, du bist in den Zeitungen und so weiter. Und du hast Hunger bekommen. So, ein Satz beendet. Ich habe Hunger bekommen. Blam, blam, blam. Spielmodus verfügbar. Special-Modus verfügbar. Was ist das? Möchtest du einen Sondereinsatz im Spezialmodus wiederholen? Es erwarten dich deutlich schwerere Gegner, aber auch ebenso bessere Belohnung. Okay. Was? Stufe 75. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Man kann quasi dann die Sondereinsätze nochmal spielen. Also Dungeons quasi zweimal. Einmal auf Normal-Mode und einmal auf Hard-Mode. Das ist eine sehr interessante Idee und gefällt mir ziemlich gut. Beende den Sondereinsatz. Gibt sehr viel Erfahrung. Ziemlich gut. Wir sind fast Stufe 44 geworden. Dann ziehen wir das hier nochmal an. Sehe ich das richtig? Wir haben gerade uns einen Umhang gekauft. Jetzt bekommen wir schon wieder einen neuen. Das war dumm. Das war richtig dumm, dafür Gold auszugeben. Naja. Versuchen wir im nächsten Sondereins den Popcorn-Kollegen hier auch mal noch. Der will uns auch einen Umhang geben, den wir nicht brauchen. Blob. Aber der sieht böse aus. Sehr knapp. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Wir greifen dann weiterhin den Hasenkollegen hier an. Top 10 Gegenstände. Top 10 Spielergegenstände. 3 Minuten pro Angriff. Wir werden das Ganze weitermachen, werden ihn weiterhin angreifen und ich hoffe mal, dass ich dann genug zusammenbekomme, um dann ein Epic zu bekommen. Und die Mission werde ich ausspielen und heute wird es dann den Part da geben. Ja, ich wollte sagen, ich werde dann heute nochmal einen Part aufnehmen müssen und den präsentiere ich euch dann morgen. Wie gesagt, weil ich einen Tag einfach erst verkackt habe aufzunehmen und deswegen auch die Reihe weg ist, beziehungsweise die Serie, wo ich aktiv jeden Tag mich eingeloggt habe. Das war es soweit von Hero Zero. Es tut mir wie gesagt leid wegen diesem Rahmen, aber ich kann es zurzeit leider nicht ändern wegen dem Spiel, weil das einfach größer wird. Vielleicht teste ich mal einen anderen Browser und da ist es besser. Naja, vielleicht habt ihr auch Erfahrung damit. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich bin der Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video kommentiert, bewertet und weiterleitet. Und ich sage, ciao, ciao.